Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces. Das dritte Turnier im September. Ich glaube, das dritte Turnier. Im September 2018. Ich bin von Nöhe, Gameplays als Hobby und stehe mit Bowser mal wieder im Halbfinale. Juhu! Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich hoffe mal, wir kriegen einen Gegner, den wir auf jeden Fall besiegen können. Und im Finale natürlich dann auch, aber jetzt kommt erstmal das Halbfinale dran. Schauen wir mal, wen wir kriegen. Hoffentlich alles nur kein Buhu. Ein Diddy Kong. Mit, gespielt von Adrian. Okay. Schauen wir mal, wie der Adrian mit dem Diddy Kong spielt. Er hat Aufschlag. Einfach zu bumpen mit irgendwelchen Tennisbällen hier. Ich verstehe das nicht. Warum treffe ich die nicht? Na toll. Schade, rüber auf die andere Seite kann man nicht. So, ich bin dran mit Aufschlag. Tricks und Aber. Oh, das tut mir echt leid jetzt für den Adrian. Oder die Adrian? Spiel, Satz und Sieg auf Schläger. Oh, das war ein schnelles Spiel. Ein schnelles Halbfinale. Foto. Das sieht gut aus. Ich glaube, der war jetzt... Ah, zum Glück hat es auch gezählt, ich gewonnen habe. Meine Güte. Einige Punkte dazu gewonnen. Bestimmt, weil wir im Halbfinale stehen. Okay, jetzt stehen wir ja im Finale. Wir sind bei 4 Minuten, das heißt, das Finale können wir in diesem Video auch noch reinpacken. Sehr schön. Wen kriegen wir als Gegner? Lauter Diddy Kongs, ey. Der Matze mit Waluigi. Matze, das ist bestimmt ein deutscher Spieler. Den Spitznamen gibt es nur in Deutschland. Oh. Guten Abend, Tennisfreunde. Willkommen im Hafenstadion. Willkommen im Finale. Der große Moment ist da, im Finale des Turnier stehen sich Matze und von Nöhe YouTube gegenüber. Von Nöhe kommt zuerst auf den Platz. Yay!
Und hier kommt auch Matze. Das Match beginnt gleich. Bald werden wir wissen, wer den Sieg davon trägt. Schauen wir mal. Matze hat Aufschlag. Nein! Mach doch jetzt einen Scheißpause! Irgendwie kommt mir der Platz hier so klein vor. So Mist. Ich habe keine Energie mehr. Scheiße. Scheiße. Damit hatte ich jetzt nicht gerecht, dass er den Schlag macht. Mist. Da habe ich jetzt natürlich viel zu früh gedrückt. Naja, noch hat er nicht gewonnen. Das Blöde ist nur, ich habe nur noch einen Schläger. Gehabt. Blöd, dass man nicht schräg hüpfen kann. Es geht nur links, rechts, geradeaus, hoch. Runter. Ach, shit. Mann! Das gibt's doch nicht. Championship Ball. Jetzt schon? Nein. Ach komm. Was für ein Scheißspiel. Matze, herzlichen Glückwunsch, aber ich bin jetzt enttäuscht von mir selber. Das lief echt blöd. Und ich weiß leider nicht, woran es lag. Die Depressivität kommt. Also, wenn ich verlieren hätte, aber das Spiel hätte halt eine gewisse Länge gehabt, dann okay, meinetwegen, aber das war jetzt irgendwie echt mies. Tut mir leid für euch Zuschauer, falls es für euch auch langweilig oder mies war, keine Ahnung. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat und mir natürlich einen Daumen nach oben gibt. Oder mich abonniert, falls ihr es noch nicht habt. Ich hoffe, es wird das nächste Mal besser, auf jeden Fall. Und ich bin selber etwas baff gerade. Irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Keine Ahnung. Okay. Ja, das war Mario Tennis Aces mit einem missglückten Finale. Mit von Null her Gameplays als Hobby. Ich hoffe, ihr seid trotzdem nächstes Mal wieder dabei. Oder ihr guckt auch andere Let's Plays von mir. Auf jeden Fall viel Spaß. Tschüss.